Ihr schießt schon länger IPSC oder BDMP und habt immer noch kein eigenes Holster? Dann gibt's dafür eine Lösung. Und zwar Gear Maniacs. Als ich vergangenes Jahr meine Waffe habe anfertigen lassen bei Karl Walter, war ich dort im Werk und habe mir von Emre dort einen Tipp geben lassen, dass ich für meine Waffe nämlich ein schönes Holster machen lassen kann bei einem Kumpel von ihm. Das ist Gear Maniacs und dort habe ich dann gleich mal geschrieben und habe gesagt, ich hätte gern für meine Q4 Tech Combo ein schönes Holster. Das Wunderschöne einfach daran war, man ist mir immer mit Rat und Tat beiseite gestanden, egal was ich haben wollte, egal welchen Wunsch ich geäußert habe und ob ich noch so oft irgendwas ändern wollte, man war immer sofort zur Stelle und hat mir geholfen und es war einfach ohne Problem, konnte ich mir mein eigenes Holster zusammenstellen lassen. Ich habe mein Holster hier schön in Black Multicam machen lassen und zwar schön unten abgeschnitten, so dass die Waffe unten genau bündig rauskommt. Wollte eben für die kurze Version der Q4, wollte ich das eben haben. Passt perfekt. Ist ganz leicht einzustellen hier mit 3 Schrauben. Die kann man dann jeweils noch fest anziehen, um dann einfach die richtige Intensität, ja, die richtige Spannung, mit der man die Waffe festhalten möchte, eben erlangen kann. Allgemein wunderschön verarbeitet, wie man sehen kann. Ohne irgendwelche Macken, ohne irgendwelche Kanten. Wunderschön anzusehen. Und das Tolle daran ist, ihr müsst nicht nur ein blankes Holster bei denen kaufen, ihr könnt euch Anbauteile, wie ich zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel was von Blackhawk da, habe mir einfach noch Schrauben dazugeben lassen und noch ein bisschen weiteres Anbaumaterial von Blackhawk, das haben die alles dort, können die alles mit den Aufnahmen dazu machen lassen. Weiterhin habe ich mir dann hier Magazin Pouches geholt hier von Highspeed Gear, eine von einigen Firmen, die sie noch nebenher vertreiben. Also Gear Maniacs vertreiben nicht nur ihre eigenen Holster, sondern haben auch noch Gear von Highspeed Gear, Claw Gear, zig andere Firmen. Geht einfach drauf, schaut mal rein, haben sie nämlich in ihrem Repertoire. Auch bei den netten Leuten gibt es einen Behördenrabatt. Das heißt, es lohnt sich auch für die ganzen Soldaten da einfach mal reinzuschauen. Ihr könnt euch auch für den Dienst einfach so ein schönes Holster machen lassen. Ja, wer mit dem 0815 von Blackhawk einfach nichts anfangen möchte, der kann sich auch ein eigenes anfertigen lassen. Eigene Farbe, eigenen Tarn etc. Alles Mögliche ist jetzt mittlerweile bei denen möglich. Fragt einfach an, was ihr haben möchtet. Ich sage einfach, es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass dieses Ding, was ich da gerade habe, für meine Waffe genau das Richtige ist. Kundendienst, wunderbar. Das war einer der Gründe, warum ich zu den Gear Maniacs gegangen bin und auch da geblieben bin. Und gesagt habe, okay, hier hole ich auf jeden Fall Pieder-Zeug. Ich habe mich komplett eingedeckt mit den ganzen Highspeed-Gear-Pouches. Noch auch für den Plattenträger habe ich mir da Zeug dazu geholt. Also jeder, der nicht weiß, wo er sein Holster herbekommen soll, bitte schaut einfach mal rein. Gear Maniacs sind klasse. Super Service, super Preis, kann man nichts sagen, ja, ist einfach durch und durch super. So wird es euch einfach leicht gemacht, auch mal zu Hause ein bisschen Trockendrill zu üben. Weil meistens hat man seine Ausrüstung dann in der Kaserne liegen oder auf dem Dienstplatz dann hier. Ja, ich weiß nicht, wie es bei der Polizei abläuft, ob man da sein ganzes Zeug und Geraffel mit nach Hause nehmen kann. Ja, und so geht ihr einfach in den Keller und arbeitet mit eurer eigenen Waffe. Warum auch nicht? Die Links zu dem Ganzen sind alles unten. Folgt auch auf Instagram, da wird heftig viel gepostet momentan. Schaut euch das Zeug an. Auch wir haben mittlerweile einen Online-Shop, techbeardapparel.de und .com. Geht rauf, alle Links sind unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal. Gunny out.